Welcome back to another German Food Review, and it's fish time. Fish and chips, look at that, fish and chips from Fish and Chips. Yeah, classic fish and chips in train station Friedrichstraße. Okay, price is 4.50 €. Fish and chips with remoulade sauce and without a drink. Okay. Oh, look at this, thank you. Danke. Danke. Yeah, that's for to go. Yeah, also house is to go. And that's what they gave me. Yeah, that's not the best presentation, I think. You can't close the box. I mean, it's a nice box, but yeah, two boxes. One for the fries, one for the fish or so. No fork, nothing, just this. Okay, anyway, maybe it tastes good, yeah. So, and I took a picture from the rest. Calamaris, no. Shrimp box, no. And here the sauces, and as you can see, no tartar sauce. Yeah. And on this side here is all the fish and chip stuff, and here's more fish nugget box, potato twister, that sounds nice. And chicken nugget box, also okay, I think. And something with potato, okay. Let's eat it, I'm hungry. Yeah. And there's, yeah, remoulade sauce somewhere. Let's try the chips, here we go. Mm-hmm. Oh, tastes good. Very soft, not crunchy, but nice flavor. So let's do something in here before I eat everything. Okay. So yeah, not bad. Let's break one. Very soft on the inside. Please focus. As you can see. Yep, here we go. Hmm. Definitely tasty, but this box is way, way too small. Not sure what's wrong here. And there are a lot of coated fish pieces. Let's open this one here. Whoa, grease. Yeah, just a piece with a little bit of coating on it. Here we go. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, tastes like fish more than the Nazi stuff, but yeah, I'm not a seafood eater, so I would prefer the Nazi stuff, but this here is not bad. And if you don't like seafood, that is still okay for you, I guess. For me, it is. Yeah, here we go. Mm-hmm. But I like the fries or the chips. Yeah, it's called chips. Salty, very soft, and tasty. Mm. But now I want. Oh, I'm sorry. Let's eat this one. Okay, at Nordsee you get 2 cups. And look at this, one is already in the sauce. Yeah, not the best presentation. Here we go. Mm. Yeah, nice remoulade sauce. Sour, but very creamy. I like this one. Okay, the fries are okay, the remoulade is okay, the fish is also okay, but I would choose the Nordsee fish. It's not as strong as this here. But it's definitely edible. And these are really tasty. Mmm. And don't eat this cup here. That's disgusting. So how many fish pieces? 2, 3, 4, 6 or so? Yeah. Not bad. Let's get this
No, it's destroyed. Can't get it out. I'm sorry. Yeah, I think that is the wrong box. Must be the wrong box. Here we go. Good. Yeah, very nice fries. Chips. And one more piece of fish. Here it is. Let's open it. Very smooth. Look at it. Sniff test. That smells a little bit like fish. Here we go. But it's also okay. Yeah. Overall, nice. Definitely a thumbs up. Tasty stuff. Yeah. Actually, I would buy this again. And I don't really like seafood, but this is okay. Especially the chips. Thumbs up. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt Fisch und Chips. Wie ihr seht, von Fisch und Chips, Classic Fisch und Chips. Und die sind immer so in Bahnhöfen, Flughäfen und so weiter. Und ja, die verkaufen auch ganz viel Fischzeug, so Fischbrötchen und alles so. Ja, das ist quasi wie Nordsee. Da habe ich ein Foto gemacht von, was die alles anbieten. Hier seht ihr erstmal die Soßen, die sie anbieten. Und es gibt ja ganz clevere Menschen auf YouTube. Die schreiben denn, das kann man gar nicht so essen. Da muss man Tartarsoße zu essen. Aber wie ihr seht, gibt es hier keine Tartarsoße. Und auch bei Nordsee gibt es keine Tartarsoße. So. Ich habe Remoulade genommen. Ja, welche hättet ihr genommen? Ketchup. Okay, und die bieten hier noch Calamaris an. Nee. Würdet ihr das essen? Bestimmt. Shrimps? Ja, bestimmt auch. Und Fischnuggets, das klingt okay. Geschreddert. Potato Twister Box, das klingt auch gut. Kein Fisch. Und Chicken Nugget Box. Ja, klingt auch nicht nach Fisch. Und Kartoffeltaschen. Alles klar. Und auf der Seite hier war denn das Zeug. Und noch was anderes. So, die haben eine ganze Menge. Und der Preis dafür ist 4,50 €. Fisch und Chips mit Remoulade ohne Getränk. Hier ist der Shop. Berlin Friedrichstraße. Gibt es aber noch woanders. Und die schreiben hier drauf in 4 Sprachen. Danke und thank you. Und danke. Ja. Okay. Und was mir nicht so gut gefällt ist, ich weiß nicht, ob das 100% korrekt ist, denn die Box ist ganz schön klein. Aber sie war gut gefüllt, reicht auf jeden Fall. Aber die Box ist einfach zu klein. Und der hat mir jetzt einfach so gegeben zum Tragen. Ja. Hat mich gefragt, ob ich es zum Mitnehmen haben will. Ja, da gibt man einem doch keine offene Box, oder? Aber okay, habe ich irgendwie hinbekommen. Ohne dass was rausfällt. Und hier ist auch so ein komischer Container und den sollte man nicht essen. Das fühlt sich richtig ekelhaft an. Schmeckt nach nichts, außer nach Soße, aber das Gefühl hier, obwohl der gar nicht so weich ist. Okay, hier sind erstmal Chips. Here we go. Und die schmecken mir richtig gut. Ein bisschen salzig, innen sind sie sehr weich. Okay, der ist luftig. Außen nicht knusprig oder so, ja, mehr so, genau so hier. Aber sehr schöner Geschmack. Nicht übertrieben fettig oder so, nicht so richtig schwer, sondern etwas, ja, leicht fettige Kartoffeln mit einem weichen Inneren, das gefällt mir gut. Kann man auch ohne Remouladensoße essen. Bei Nordsee bekommt man 2 Cups. Hier bekommt man nur einen in die Büchse so reingeklopft. Da steckt da ein Fischstück drin. Kann ich das mal aufmachen hier. Here we go. Aber die Soße hier schmeckt mir ganz gut. Ist cremige Remouladensoße. Und nicht, die ist ein bisschen sauer, aber nicht so sauer wie die von Nordsee. Hier finde ich ein bisschen besser. Dann kommen wir zum Fisch. Das mal aus. Sieht auch anders aus als bei Nordsee. Machen wir auf. So sieht es innen aus. Schnuppertest. Also riecht leicht nach Fisch und frittiert. Ja.
Und wie ihr schon sehen könnt, schön fettig. Here we go. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, bin ich ja nicht so der Fischesser. Nur einiges, Thunfisch zum Beispiel. Und das hier schmeckt schon ein bisschen mehr nach Fisch, aber jetzt nicht eklig oder so, nicht fischig, sondern halt, es schmeckt mehr nach Fisch. Es schmeckt mehr nach Fisch als die Nordsee-Dinger. So, ich würde wahrscheinlich die Nordsee-Teile bevorzugen, aber die hier sind auf keinen Fall schlecht. Hm. Schmecken auch sehr lecker. Aber ja, wenn ihr Fisch mögt, dann werdet ihr das hier bestimmt lieben. Schön fettig. Jetzt muss ich mal probieren. Ja. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ich mir das nochmal kaufen würde, denn es ist richtig lecker. Komischerweise. Ja. Hm. Eine etwas bessere Präsentation und das wäre hier richtig top. Ich meine, 4,50 ist jetzt auch nicht so hoch, ist wie ein Burger. Ist noch sogar weniger als ein McDonald's Burger. Da würde ich lieber das hier nehmen, hier Vigo. Ein großer McDonald's Burger natürlich. Kein Big Crab, hier Vigo. Mmh, die Pommes schmecken richtig lecker. Ich glaube, es liegt an dem Öl. Die schmecken so ähnlich wie die von dieser die Bude Currywurst. Ja, ich glaube, es liegt an dem Öl. Schmeckt sehr hervorragend. Mmh, sehr lecker. Schnuppert mal. Oh, ist nicht unangenehm. Here we go. Ja, also das kann man auf jeden Fall kaufen, wenn ihr mal einen Fisch und Chips seht und sowas mögt, könnt ihr das auf jeden Fall essen. Ich würde sagen, das schmeckt sehr gut. Ja, gibt's nichts auszusetzen, außer an der Präsentation. Und an dem Ding hier. Hm. Die Remouladendose ist wirklich lecker. Ja, sehr schön. Also alles insgesamt lecker. Der Fisch schmeckt halt ein bisschen mehr nach Fisch als der Nordseefisch. Ansonsten super. Gibt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Würde ich eventuell nochmal kaufen. Ihr seht ja, fishandchips.de. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.